Servus! Alles klar, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's um Miami Chill, wieder mal wie letztes Mal. Wir haben heute den Tropical Kiss für euch. Das Ganze sind wieder 17 Gramm. Ah ja! Du fragst, warum? Keine Ahnung, bist du dumm? 200 Gramm, 17,90 Euro. Soll in die Richtung gehen, Fruchtmix. Fruchtmix. Haben wir jetzt gelesen. Steht so im Internet, kann man ja auch schon an Tropical Kiss so ein bisschen heranführen. Tropical, tropisch, Mango. Klar. Riecht nach Mango, riecht nach einer Mischung aus Mango und Pfirsich. Mentholnote ist dabei, irgendwas Limettiges, Spritziges habt ihr auch noch dabei, finde ich, meiner Meinung nach. Ja, dieser Schlauch. Ach, oh, geil! Nee, der riecht wirklich lecker, also der ohne Spaß. Der erste Eindruck erstmal so vom Geruch her gefällt mir, sehr gut. Ja. Sehr gut, besser als der Cake Tea, geht eher in meine Richtung, mein Favorit. Wir blenden euch jetzt erstmal kurz den Kopf vorüber. Über uns. Wir haben den ganz locker gebaut in den D-Lord Tonkopf wieder mit dem Sieb. Diesmal rauchen wir mit 4 Kohlen von Jakic und Wir probieren den mit 4 Kohlen, weil der letzte war nicht sehr empfindlich. Deswegen haben wir uns gedacht, mal 4 Kohlen, damit wir vielleicht ein bisschen mehr Rauchentwicklung rausbekommen. Diesmal haben wir auch keine Äste drin gehabt, sondern nur kleine Ästchen, aber nur ganz kleine Tabak vom Blatt, die Äste, sage ich jetzt mal so. Ja. Was meiner Meinung nach vollkommen okay ist. Das ist im Toleranzbereich, also von daher, ich denke mal, das war einfach ein Fehler, dass in der anderen Dose, in der anderen Dose ein etwas größerer Stock drin zu finden war. Dann hauen wir raus, was hast du zum Schnitt? Schnitt ist wie beim anderen Miami Chill auch schon wieder mittel, also, aber eher in Richtung fein als in Richtung grob, also es ist ein mittlerer Schnitt, es ist nicht zu feucht, der Tabak sifft nicht, wir kommen wieder im Sipper in der Dose, das heißt Plastikverpackung wieder wie letztes Mal schon auch gesagt. Ein bisschen feiner finde ich als der Kaktee irgendwie noch. Vom Schnitt her. Ja, aber nur wir können nochmal gerade. Eigentlich können wir vergleichen. Moment. Aus der unteren Ecke, das ist jetzt der Kaktee, kommt der Kaktee rausgekrochen. Und ich muss hier wirklich ehrlich sagen, ich sehe hier drin weniger Äste. Aber ich muss auch sagen, der Schnitt ist jetzt nicht unterschiedlich. Ich finde sogar den in den Ticken noch drüber. Also ich würde sagen, Kaktee ist ein Ticken feiner nochmal. Was war jetzt welcher Deckel? Kiss. Bei der Tropical Kiss ein bisschen gröber noch als der Kaktee, aber das liegt auch immer an der Produktion, am Datum, wann der hergestellt wurde. Wir haben hier wieder die klassische Dose von Miami Chill, die schwarzes Design beinhaltet, Drehverschluss, das Ganze ist perfekt zum Feuchthalten. Wie gesagt, ein Inlay-Deckel wäre noch geil gewesen, so ein Plastik-Deckelchen, aber kriegen wir hier nicht mitgeliefert, ist auch meckern auf hohem Niveau, wie gesagt 17,90 Euro, 200 Gramm. Geschmacklich, Diggi, geschmacklich. Fang ich mal an, ne? Fängst du mal an, oder? Haust du mal weg? Geschmacklich. Ehre. Genommen. Geschmacklich? Geschmacklich. Geschmacklich wahrscheinlich, oder? Geschmacklich auf jeden Fall, so wie es da drauf steht. Tropical, fruchtig, erfrischend. Wieder mal ein bisschen. Was schmeckst du zuerst raus, wenn du dran Mango. Ziehst? Mango, eindeutig die ja. Mango. Also nicht so krass wie bei einem normalen, ganz standardmäßigen Mango-Tabak, aber gefällt mir besser als ein normaler Mango-Tabak, weil einfach noch die anderen Früchte mit dabei sind. Das ist einfach irgendwie mein Ding. Vor allem mit 4 Kohlen klappt wunderbar, kann ich nur weiterempfehlen. Ich weiß nicht, also Optik wie... Schmeckt tatsächlich auch als erstes die Mango raus, dann mischt sich so die Pfirsichnote im Hintergrund bei. Ich würde mal sagen, das ist so eine 50-30 Mischung, dann kommen wir auf die 80% und dann haben wir noch 20% frei, die würde ich jetzt dem Kühldürfanteil und der geheimen Zutat, die laut Insider-Information da drin sein soll, ich gehe davon aus, es ist ein Limetten oder eine zitrusartige Frucht, das ist Limette, Zitrone, vielleicht sogar noch eine Orange, das ist jetzt nicht die Zitrus-Richtung, aber... Vielleicht sogar ein bisschen Ananas-mäßig, würde ich fast schon sagen. Schmecke ich jetzt nicht so aus. Ich finde, ich schmecke ein bisschen Ananas noch mit raus. Aber es ist jetzt nicht so, keine Angst, ich bin selber einer, ich mag Ananas Tabak gar nicht. Und wenn jetzt wirklich hier, wie Erik das sagt, Tabak, Ananas. Geschmack von Ananas drinne wäre, würde ich, also hundertprozentig würde ich das nicht rauchen. Schmecke ich jetzt nicht raus, aber ich würde, Ananas könnte sein, könnte echt gut sein, dass das noch einen kleinen Ticken drin ist. Aber ja, auf jeden Fall nicht so, dass man es nicht rauchen kann, wenn man Ananas-Hasser ist. Also nur so ein bisschen, nur so ein kleiner Hauch, also ich persönlich schmecke so ein bisschen raus. Ich liebe Ananas auch, also. Bei mir geht es ja in die Richtung Limette.
Ja. Jetzt haben wir schon den Punkt, wo wir sagen, wir gehen jetzt in verschiedene Richtungen. Ja. Wir riechen es selber, aber wir schmecken verschiedene Dinge. Ja. Wie ihr gesagt, jeder Geschmack ist unterschiedlich. Ist ja auch geil, deswegen rauchen wir auch hier zu zweit. Da habt ihr gleich zwei Meinungen am Start, ne? Genau. So. Ja. Ansonsten würde ich sagen, einfach ein geiler Tabak. Kann man sich kaufen. Sollte man sich kaufen, von meiner Seite aus. Auf jeden Fall da, auf jeden Fall. Ist ein ganz, ganz, also wirklich, das ist wirklich einer meiner Favoriten momentan, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Im Gegenteil zum Kaktee, finde ich, kann man den im Gegenteil öfters rauchen. Auch hintereinander, kein Ding. Da kannst du dir wirklich ein Kilo von bestellen und meiner Meinung nach kannst du den ohne Probleme in einer Woche wegballern. Wenn du jetzt wirklich jeden Tag 3, 4, 5 Köpfe durchballerst, kannst du den in einer Woche, kannst du den Kilo wegrauchen und der wird nie langweilig, weil diese exotische Note, die der auch wieder dabei hat, das ist wieder so ein exotischer Tabak. Es ist jetzt nicht so, dass man jeden Tag Mango oder Pfirsich raucht, meiner Meinung nach. Es gibt bestimmt Leute, die stehen voll da drauf, die das jeden Tag sich reinballern. Würde ich jetzt auch nicht tatsächlich, wenn ich einen Tabak hätte, wenn es den, ich weiß gar nicht, gibt es den in einer Kilopackung? Schauen wir mal nach. Nicht. Wenn ja, wir packen euch auf jeden Fall einen Link von der 200 Gramm und von der Kilopackung in die Beschreibung. Falls ihr den mal probieren wollt, ein Tipp von mir, die haben auch so kleine Zipper, so Shots. Für 2 Euro könnt ihr wahrscheinlich in jedem Laden, könnt ihr euch die holen bei euch in der Nähe. Also Kekos Shisha World in Offenbach, Kerem hat die auf jeden Fall da, in der Goethestraße 50 ist der. Ja, der hat uns auch einfach mitgegeben, als wir den gekauft haben, hat er uns mitgegeben. Genau, die Shots haben wir auch dabei, ne? Und da können wir eigentlich auch mal ein bisschen was zu testen, würde ich sagen, oder? Ja. Müssen wir mal machen, oder? Dann können wir mal gucken oder entscheiden, ob wir dann davor uns noch eine Dose holen, die mal reviewen. Ja. Falls ihr noch nie was von Mimichill gehört habt, die haben einen Insta-Account, den verlinke ich euch auch mal unten, da könnt ihr mal vorbeischauen, lasst ihr mal ein Like da, folgt ihr mal, die machen echt guten Tabak, muss man mal wirklich sagen, was ich bis jetzt geraucht habe, ich bin mega überzeugt, den Tropical Kiss habe ich schon was öfter geraucht als den Keck Tea oder den Kaktee. Den haben wir auf dem Tasting auch bei Kekko, also bei Kerem, komplett gezüchtet, wir haben den gezüchtet, wahrscheinlich, oder? Es ist ein geiler Tabak für einen Tonkopf, bestimmt auch für einen Steinkopf, müssen wir eigentlich mal ausprobieren noch. Ja. Ich nehme an, der wird dem Tonkopf und dem Steinkopf genau gleich schmecken oder halt nicht wirklich einen großen Unterschied machen von der Hitzeentwicklung her. Was wichtig ist, nicht zu hoch bauen, leicht Platz lassen, das ist ja auch eingeblendet im Kopfbau, das kommt jetzt irgendwo dann schon, ist vorhin schon gelaufen oder über uns gewesen. Ja. Man sieht, ich zeige es auch nochmal extra, dass die Kante nicht komplett voll bedeckt ist, sondern halt ein Stück unter der Kante gebaut, also bis zu Millimeter unter der Kante. Ganz entspannt, dann ist den Kaminaufsatz drauf und dann das Sieb vom Kamin drauf. Mit 4 Kohlen raucht der 8 Jahre Hitze, empfindlich ist ja gar nicht. Nein, 4 Kohlen, wie man sieht, haben wir auf jeden Fall drauf. Man merkt keinen Unterschied, außer auch der Rauchentwicklung. Der Rauchentwicklung ist ja noch vom besser. Vom Geschmack her wahrscheinlich sogar noch intensiver. Wer auf Früchte Tabak steht generell, muss ihn da. Warte. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz die Rauchentwicklung bei meinem krassen Zug. Ich habe da Ich atme ein wie Orkan bläst sozusagen, also jetzt in der Homo, aber ohne Spaß, ich habe eine Lunge, da kommt so viel rein und so viel raus, das ist brachial. Ich verwickle mich hier in irgendwelche Lappalien, Alter, aber egal. 4 jetzt einfach. Erinnert mich ein bisschen an meinen Dampfer. Also wirklich, kann man mit einer Wave echt vergleichen, von der Rauchentwicklung ist der Bombe. Geschmacklich Bombe. Rauchentwicklung Bombe. Ich finde, der Tabak ist wirklich einer von meinen absoluten Favoriten momentan. Mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht mehr sagen, oder? Kauft euch den. Kauft euch den auf jeden Fall. Testet ihn. Soweit, so gut können wir. Ringe? Habe ich, glaube ich, auch schon gezeigt. Weiß ich nicht. Laufen damit auch ganz gut. Momentan bin ich nicht so in der Verfassung. Erik, hau du mal ein paar raus. In der Zeit hau ich schon mal ein paar raus, dann haben wir keine raus. Auch okay, lassen wir es halt. Ringe fertig, Video, dein Spaß. Ja, also die Ringe laufen damit, das Ganze kannst du nicht meckern. Also das war ohne Spaß. Der Kopf ist Baba, der Tabak ist Baba. Wie man so auf gut Deutsch momentan sagen würde. Der Tabak ist ein Ehrenmann. Jugendwort des Jahres 2018 für diesen Tabak. Ehrentabak fertig, hat er verdient. Der ist wirklich echt krass und ich muss ehrlich sagen, der spielt echt auf dem Niveau mit dem Holster Eisbomb mit. Das ist auch momentan einer meiner absoluten Favoriten. Und den absoluten Favorit, Sobo Splash Joy. Wir hoffen, wir kriegen den. Dann hauen wir auf jeden Fall auch einen. Weil der ist momentan echt. Der ist nicht mehr so oft verfügbar. Die haben jetzt aber neue Ladungen reinbekommen. Ich habe schon mit dem Corbin geschrieben. Der hat mir das schon gesagt. Die haben neuen Schwung an Produktion aus Brasilien bekommen.
Wenn wir den zwischen die Finger kriegen sollten, jetzt noch im Laufe der Tage, wird davon auch noch irgendwann nächste Woche, aber dann Montag, Mittwoch, Freitag, je nachdem, wann wir es halt fertig geschnitten haben, ein Video kommen. Wir versuchen jetzt dreimal die Woche ein Video rauszuhauen. Wenn ich hoffe, ihr seid dabei, wenn wir es zeitlich halt schaffen. Ja. Wir freuen uns auf euch, auf uns, ne? Genau. Uns auf euch. Und wie gesagt, ich wünsche euch einen angenehmen Tag noch. Lasst die Pfeife ordentlich dampfen. Wenn ihr soweit noch Fragen habt zu dem Tabak, genau, schreibt es in die Kommentare und lasst es uns wissen. Ansonsten wünschen wir euch alles Gute und einen schönen Tag, guten Rauch euch. Ja. Lasst die Pfeife dampfen, ne? Macht euch keinen Kopf, außer an der Pfeife. Haut da rein, macht's gut, Leute. Ciao. Ciao.